es gibt quasi kein Trauma ohne Schamgefühle, weil wir immer in einer Traumasituation versagen. Das heißt, ich bin nicht fähig, mich gegen den Vergewaltiger zu wehren. Ja, ich unterliege. Oder ich schaffe es nicht als Baby, die Aufmerksamkeit meiner Mutter auf mich zu ziehen. Ja, dieses Thema Vernachlässigung. Ja, das heißt, es ist immer mit diesem Versagen und damit auch mit Schuld verbunden. Und ich habe eben gesehen, dass ich mit Klienten viel arbeiten kann und auch an den grausigsten traumatischen Erfahrungen, sie wirklich emotional dabei sind und so weiter. Und trotzdem sind die Schritte sehr, sehr klein. Und als ich dann angefangen habe, dann ein Bewusstsein für Scham zu bekommen, habe ich gemerkt, dass da ganz schnell viel größere Schritte möglich waren. Und das Thema Scham, also Scham ist halt ein Affekt, der viel schwieriger zu bearbeiten ist als jetzt Angst oder Trauer, weil er ja viel unsympathischer ist. Ja, das stimmt. Man hört viel mehr über überwinde deine Angst oder geh durch die Trauer oder so. Kaum jemand redet über Scham, fällt mir jetzt auf, wo du das so nochmal sagst, ja. Und das ist ja immanent, ja, weil ich mich ja schäme, dann werde ich mich auch nicht zeigen mit meiner Scham. Mhm. Also die größte Scham ist, glaube ich, die Scham darüber, dass wir uns schämen. Und das ist eben auch ein meiner Erfahrung nach ein immanentes Problem von Aufstellungen, ist, dass man, wenn man hier in einer Gruppe sitzt mit 7, 8 oder 10 oder 50 Leuten, dass man überhaupt Scham verdrängen muss, damit man sich überhaupt zeigen kann mit einem Thema. Das heißt, Scham wird gar nicht sichtbar in Aufstellungen. Ist sehr, sehr, oder ja, das, wofür man sich schämt, damit geht man nicht nach vorne. Das ist so, kann ich, darf ich, nie, lieber nicht. So, das passiert ja. Ne? Wenn man in der Aufstellung sitzt und vielleicht mögliches Anliegen hat, dann kommen diese Prozesse, dann überlegt man, gehe ich wirklich da vorne hin und setze mich auf diesen Stuhl neben den Aufstellungsleiter oder Aufstellungsleiterin oder halte ich das zurück? Genau. Und diese Scham, die lassen wir dann immer so hinter den Stuhl greifen. Ja. Ja. Sie zeigt sich auch selten. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass es immer mal Anteile gibt, die dann sagen, ich schäme mich so, ich will nicht gesehen werden. Aber wir haben da bisher nie so richtig den Fokus drauf gehabt, wie wesentlich das ist. Mhm. Und deswegen habe ich diese Scham-Seminare entwickelt, weil ich mich da auf eine andere Art und Weise, also da wird es keine Aufstellungen geben, dem Thema nähere, einfach weil es schon, weil es diese Hürde nimmt, sich diesem Thema zu widmen. Ja, wenn ich weiß, ich gehe auf ein Schamseminar und ich melde mich dafür an, dann sitzen alle, die da sind, die haben dasselbe Ding. Dann meine Scham, ist das jetzt richtig, meine Schamgrenze herabgesetzt? Nee, das ist der falsche Ausdruck. Es ist eingeladen, würde ich so verstehen. Genau. Die Scham ist explizit eingeladen, steht mit auf der Einladungskarte. So verstehe ich das gerade. Wunderbar formuliert. Kommt sie auch mit. Ja. Genau. Und der erste Schritt, hinter die Scham zu kommen oder uns von dieser Scham zu de-identifizieren, ist überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Das ist nämlich das andere Erstaunliche, dass ich in Aufstellungen sehe, da steht jemand vor seinem Ich, ja, und dieses Ich ist völlig eingerollt und Schultern hochgezogen und aus dem Kontakt und sagt immer nur, ich will nicht gesehen werden, ich will mit niemandem Kontakt und ich will nicht berührt werden. Und ich sage dann zu dem Klienten, was siehst du denn da? Was drückt denn dein Ich gerade aus? Und dann kommt halt, naja, das ist total traurig, das ist einsam, das, keine Ahnung, ist verzweifelt, das hätte so gern Kontakt. Und ich muss jedes Mal, also es ist noch selten gewesen, dass jemand das selber erkannt hätte, bin ich immer derjenige, der sagt, du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich auch sehe, ist, mir kommt vor, die Anteil schämt sich, kann das sein? Und dann ist meistens in diesem Ich, so in diesem Stellvertreter, ein totales Aufatmen. Ja? Und dann geht manchmal der Kopf hoch, dann können die Augen geöffnet werden, wenn diese Scham erkannt wird. Und es fällt uns total schwer. Wir können uns selber in unserer Scham kaum erkennen. Wir können die kaum spüren, weil die darf nicht da sein. Und
das ist, was ich in dem Seminar mache, ist erstmal ein Bewusstsein schaffen, erstmal zu erklären, wo kommt das her. Es gibt ja ganz viel natürlich Beschämung und Schamklima, in dem wir aufwachsen, die Deutschen, die Nazis. Ja, das ist dann genau auf der kollektiven Ebene, wo sich ja der Deutsche sowieso gleich schon mal schämen muss, weil er Täter ist. Ne? Genau. Und dann haben wir familiäre Themen, ne, uneheliche Kinder, all diese Sachen, die wir aus den Familienaufstellungen auch kennen. Mhm. Und es gibt persönliche Themen, wenn ich, keine Ahnung, eine Behinderung habe oder rothaarig bin als Einziger oder sowas, dann habe ich da schon eine Anlage. Aber es gibt noch eine Körper. Nicht, ne? Da finde ich, da ist es so ganz deutlich, zumindest auch für uns Frauen, dass wir so uns für unseren Körper schämen, wenn es dann wirklich in Beziehungen auch um das Thema Sexualität geht. Und da spielt die auch eine riesengroße Rolle. Und das seid ihr Frauen nicht alleine, das geht Männern ganz genauso, nur zeigen die es nicht so. Also Deutschland ist zum Beispiel führend in Penisverlängerungen. Ja? Weltweit werden in Deutschland am meisten Penisverlängerungen durchgeführt. Und also geht Männern nicht anders, da kannst du ganz sicher sein. Ja. Ja. Vor allem, worum es mir in diesem Seminar geht, es gibt noch eine andere Komponente, wie Scham überhaupt in uns so dominant wird. Und es ist nämlich zum Beispiel durch frühes Trauma, wenn wir uns nicht regulieren können. Also ob das jetzt im Mutterleib ist oder das erste Jahr danach, wenn wir eine traumatisierte Mutter haben, zum Beispiel meine Mutter ist 20 geboren, die hat 41 ihr erstes Kind gekriegt, 43 hat sie das zweite gekriegt, das ist schon geboren gegangen, ja, das ist 6 Monate alt in ihrer Hand gestorben im Krieg, sie ist da durch die Trümmer gelaufen, um dieses Kind ins Krankenhaus zu bringen. Die Frau war da schon überhaupt nicht mehr bei sich, ja, und dann kamen ja nochmal 20 Jahre Grauen und Horror, Beziehungserfahrung, die sie gemacht hat, bevor ich auf die Welt kam. Also meine Mutter war überhaupt nicht verfügbar für mich. Mhm. Das heißt, wenn du so früh nicht reguliert wirst, ja, wir brauchen ja die Mutter, wir brauchen einen warmen, weichen Körper, an dem wir unseren Stress regulieren. Ne? Wir sind ja als Babys völlig unreguliert. Wir sind ja, man sagt ja, das ist wie so ein psychotischer Zustand, in dem kleine Kinder sind, weil sie das ja alles nicht einordnen können. Ja? Da kneift es hier, da drückt da was, da ist kalt, da ist warm. Und sie wissen ja gar nicht, was das ist. Und alles ist total bedrohlich. Und da braucht es jemand, der dich in den Arm nimmt, wo du einen Körper spürst, der ruhig ist, ja, wo dein Stress abfließen kann und du dadurch zur Ruhe kommst. Also das ist keine Ahnung. Es ist genau anders. Ne? Die Mutter, wenn das Kind so schreit und nicht aufhört, dann wird sie auch gestresst und dann potenziert sich das nochmal so sehr, dass es so schwer ist, da zur Ruhe zu kommen. Genau. Und wenn wir diese mangelnde Stressregulation erleben, dann fühlen wir uns schon komisch, da fühlen wir uns falsch, mit uns stimmt was nicht. Ja? Und dann ist das die Basis, auf der aus sich heraus schon dieses Gefühl in uns auftaucht, ich bin falsch. Und ich schäme mich dafür. Also Scham kommt auch über den Körper, über körperliche Erfahrungen in uns hinein. Durch mangelnde Regulation bleiben wir auf einem hohen Stresslevel das ganze Leben lang und fühlen uns ständig gestresst und nicht bei uns und unter Anspannung, unter Druck, müssen ständig was tun. Mhm. Und dadurch kann auch Scham in uns reinkommen. Und das ist was, was ich in dem Seminar verdeutlichen werde und fühlbar machen werde und auch Möglichkeiten anbieten werde, Übungen anbieten werde, damit da ein bisschen Regulation reinkommt und man einfach mal so einen Millimeter nur tiefer rutscht, Entschuldigung, um so ein Gefühl zu kriegen, wie das sein könnte, wenn ich reguliert bin, wie sich dann mein Leben anfühlt. Und das ist oft frappierend. Ne?